Hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist bei diesem Video. Ja, in diesem Video geht es, würde ich fast schon sagen, um meinen Lebensretter. Genau, für manche mag das jetzt ziemlich reißerisch klingen. Ach, wieder so ein Klickfang-Text, ja, der Zuschauer bringen soll, aber so ist es nicht. Und dieser Titel, der ist mir halt gerade beim Überlegen, beim Recherchieren für dieses Video einfach gekommen. Das ist ein Ding, das sich in meinem Leben grundsätzlich dann eigentlich wirklich genau so abgespielt hat. Ja, es stimmt einfach, dass mir diese Pflanze, die wir dann später noch sehen werden, dass mir diese Pflanze grundsätzlich das Leben gerettet hat. Es handelt sich dabei um keinen unglaublich spektakulären Fall, ja, so wie man annehmen könnte, ui, ich hatte vor 30 Jahren Krebs, hatte oder habe dann eine Pflanze gegessen und schwupps, war ich dann gesund. Nein, so ist es nicht. Doch über die Jahre gesehen hatte die Pflanze sicher unglaublich großen Anteil daran, dass es mir heute wesentlich besser geht als damals. Ja, um welche Pflanze es sich handelt und warum sie etwas bewirkt hat, das mir das Leben gerettet hat, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder. Diesbezüglich muss ich einfach ein paar Jahre jetzt mal ausholen, beziehungsweise eigentlich 25 Jahre. Ja. Ihr müsst nämlich wissen, dass ich vor 25 Jahren kaum bis gar kein Obst gegessen habe und die Jahre zuvor natürlich auch nicht. Das mit dem Salat war damals auch nur so eher spärlich, so ein bisschen was halt, ja. Also kurzum gesagt, ich habe mich jahrelang unglaublich vitalstoffarm ernährt. Ich habe keine Bananen, keine Äpfel, keine Pfirsiche, ich habe keine Pflaumen, Ringlotten, Kirschen und ich habe wirklich kaum Obst gegessen, außer hin und wieder Mandarinen, Orangen und eventuell Weintrauben. Die mussten aber auch schon astrein sein, die mussten total süß sein. Und damals, vor 30, 40 Jahren, gab es noch nicht das ganze Jahr irgendwelche Obsttorten. Das ist dann einfach auch noch dazugekommen. Ich hatte einfach eine unglaubliche Abscheu vor diesen sicherlich unglaublich wichtigen und gesunden Nahrungsmitteln. Und ich wusste einfach sehr, sehr lange nicht warum. Ich habe ja als Kleinkind sehr wohl Obst gegessen. Meine Mutter sagte, du hast die Bananen hinuntergeschlungen, den ganzen Tag hätte ich dich mit Bananen ernähren können. Doch irgendwann habe ich damit aufgehört. Ja, ihr müsst wissen, meine Großeltern, beide von meinen Eltern, hatten jeweils einen kleinen Bauernhof und zu einem Bauernhof gehört eben auch Obst oder gehören eben auch Obstbäume und diese Leute waren damals einfach verständlicherweise sehr sparsam. Sie sind im Krieg aufgewachsen bzw. haben im Krieg gelebt und haben natürlich gespart. Da wurde, wenn irgendwas schimmelig war, es einfach herausgelöffelt, es wurde einfach weggeschnitten. Wenn etwas faulig war, hat man es auch entweder weggeschnitten oder man hat es mitgegessen, was auch immer, weil die Menschen wirklich damals vorher ums Überleben gekämpft haben. Das ist natürlich verständlich, ändert trotzdem nichts dran, dass, wenn etwas schimmelig ist, es nicht hilft, wenn man da das, was man sieht, wegschneidet. Beim Obst, bei der Fäulnis ist es genauso, ja. Und die Lust ist mir dadurch einfach mal ganz gehörig vergangen, ja. Weil in der Zeit musste ich teilweise das Zeug essen, auch wenn ich nicht wollte, ja. Und ich denke, die meisten werden dieses Gefühl kennen, wenn man was zum Mund führt, man muss es hineingeben und dann sperrt sich alles da im Schlund, da sperrt sich alles. Wir sagen, da würgt's einen so richtig, ja. Es kann, also der Körper wehrt sich, der will das nicht hinunterhaben und das ging halt nicht. Und irgendwann habe ich wirklich aufgehört, ich konnte kaum noch Obst essen. Ja, meine Lieben, so war es offensichtlich, dass ich wirklich jahrzehntelang
kaum Obst gegessen habe und mein Körper mit unglaublich wenigen Vitalstoffen auskommen musste. Ja, dazu kam ja auch noch, dass ich meinen Körper mit Alkohol, mit Zigaretten, mit Nikotin und eben normaler, eher ungesunder Mischkost einfach auch belastet habe. Ich habe mich ganz, ganz wenig bewegt, keinen Sport, nichts betrieben. Ja, so ist das halt einfach mal gewesen. Was ist nun also passiert? Was hat sich dann jedoch geändert? Ja, meine Lieben, irgendwann in meinem Leben war mir klar, dass es so einfach nicht weitergehen konnte. Für einen 33-Jährigen ist es mir einfach körperlich viel zu schlecht gegangen. Ein 33-Jähriger muss normalerweise herumspringen, dem muss es gut gehen, dem muss man die Vitalität nur ansehen. Nur ich habe wirklich damals nicht gut ausgeschaut. Ich war echt krank, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Wie gesagt, ich war 33, ich rauchte unglaublich viel Zigaretten, ich fühlte mich einfach schwach. Ich litt teilweise unter Depressionen, musste mich immer wieder in die Arbeit schleppen, hatte ich keinen Bock hier auf wirklich ein tolles Leben. Die Arbeit war es schlussendlich, die mich am Leben hielt damals dran. Und das war es irgendwie, dass mir auch die Augen auf mich selber versperrt hatte, weil ich dann doch immer wieder geglaubt habe, so schlecht geht es mir ja nicht. Aber ich hatte einfach Schlüsselerlebnisse, bin aufgestanden und konnte kaum noch irgendwie, ohne dass mir schwindelig war oder irgendwas, gehen. Es musste einfach was geschehen, ja. Dass mich natürlich auch der mangelnde Obst- und Gemüsekonsum krank gemacht hat, das war mir klar und deshalb wusste ich, dass ich hier einfach ansetzen musste, ja. Damals hatte ich eine Kollegin, die mir von einem Freund erzählte, der an Krebs erkrankt ist und dass dieser seither eine Menge an, und jetzt kommt es endlich mal raus, um was es geht, Ananas gegessen hat. Ja, genau, Ananas. Die hat er gegessen, weil das wirken sollte, hat sie mir auf jeden Fall gesagt. Ja, das war für mich die Initialzündung. Nicht, weil ich Krebs bekämpfen wollte, sondern weil ich wusste, dass diese Pflanze unglaublich gesund ist und es ist das Obst, das ich liebe und immer gemocht habe. Ja? Nur zu meiner Zeit gab es die halt außer in Dosen eben nicht. Ja? Und im Jahr 1996 konnte man dann eben auch schon ganz, ganz frische Ananas kaufen. Und das war es dann einfach. Die obstlose Zeit hatte endlich ein Ende. Ja? Warum hat mir also die Ananas auch dann das Leben gerettet? Nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt todkrank war, zumindest weiß ich es nicht, und dann in 2 Monaten wieder gesund war. Also solche Sensationen, die haben wir ja am liebsten, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Nein, so war es nicht, sondern weil die Ananas die Initialzündung für die Wende in meinem Leben einfach gewesen ist. Ja, die Frage, warum war das so? Ja, erstens, natürlich hat die Ananas eine Menge wichtiger Vitalstoffe, allen voran das Bromelain und natürlich viele, viele Vitalstoffe, die mir mein ganzes Leben abgegangen sind. Diese Vitalstoffe, die mein Körper wieder angefangen hat aufzunehmen und zu verwerten. Zweitens, die Ananas hat mir nach und nach die Abscheu vor anderem Obst genommen. Ich habe angefangen, Äpfel, Bananen, Weintrauben zu essen, ja. Auch wenn ich da immer noch sehr eigen bin und das Ganze lieber zu einem Smoothie verarbeite, esse ich doch wesentlich mehr von diesem Obst, entweder in Smoothieform oder halt geschnitten und sehr sorgfältig. Ja, und drittens, ja, die Ananas war generell die Initialzündung für die Wende eines bewussteren und wesentlich gesünderen Lebens. Ich habe mich schon zuvor angefangen, mich für Alternativbehandlungen zu informieren. Doch was hilft das, wenn man seinen Körper mit kaum Bewegung, ungesunder Nahrung, viel zu viel Nikotin und auch zu viel Alkohol belastet? Nach und nach habe ich alle diese sehr ungesunden Lebensformen aufgeben können und ich sage, das habe ich der, und ich muss sie wieder hineinhalten, der Ananas zu verdanken. Ja, seit 25 Jahren oder 24 Jahren kein Alkohol, seit 22 Jahren keinen
keine einzige Zigarette, also kein Nikotin, seit 25 Jahren wesentlich mehr Bewusstheit und wesentlich lebendigere Nahrung. Ja, meine Lieben, aus meiner Sicht hat mir die Ananas das Leben gerettet. Zumindest war sie die Initialzündung. Doch wer weiß, vielleicht hat sie mir auch mit ihren Wirkstoffen, davon bin ich natürlich überzeugt, vor allem voran das Bromelain in ganz akuter Weise geholfen. Ja, und welche Wirkstoffe inklusive Bromelain die Ananas medizinisch ausmachen, das erfährst du im nächsten Teil, meine Lieben. Das erfährst du wirklich im nächsten Teil, damit das Video hier nicht zu lang wird. Das war in Kürze meine Geschichte, warum mir die Ananas das Leben gerettet hat. Wieso die Ananas so wunderbar und so wirkungsvoll ist, vor allem im Extrakt, in extrahierten Auszügen, das erfährst du im nächsten Teil. Inzwischen lasst mir ein, zwei Daumen hoch da, schreibt mir eure Erfahrungen, Meinungen in die Kommentare. Ihr wisst eh, schaut auf meine Homepage bewusst gesund geosixlebensmut.at, da findest du viele, viele Empfehlungen von mir. Ich freue mich auf dich, bleibt gesund oder werde gesund. Also wir sehen uns beim nächsten Teil. Ich habe euch lieb, euer Gio. Baba, ciao, tschüss und Servus.